Hallo Herr Nagelsmann. Ich glaube, eine der wichtigsten Fragen aktuell ist, wie geht es jetzt weiter mit Joshua Kimmich? Wie sieht sein Comeback-Plan aus? Also in dem Jahr wird er kein Spiel mehr machen. Und wie geht es Choupo-Moting? Ja, schönen guten Tag auch von mir. Ist bei beiden identisch. Sie haben leichte Infiltration in der Lunge noch von der Infektion. Und sprich, da soll man einfach noch keine große Belastung fahren, sondern haben beide noch 10 Tage Pause. Oder ja, Pause ist nicht komplett, aber zumindest unter sehr geringer Belastung dürfen sie regenerativ schon ein bisschen was machen, aber jetzt keine große Belastung fürs Herz und generell für den Körper. Und nach den 10 Tagen wird dann ein neues Bild gemacht. Ben Choupo ist ein bisschen früher, weil er früher freigetestet wurde oder früher die Untersuchung hatte, weil er schon früher sich freitesten konnte. Und der normale Verlauf ist dann so, dass die Infiltration dann weniger wird oder weggeht. Und sobald das passiert ist, und das ist so, zeigt so die Statistik, dass das nach 10 Tagen meistens der Fall ist, können sie wieder ganz normal auftrainiert werden. Klar, waren beide längere Zeit weg und müssen dem natürlich auch Aufbautraining machen und sind dann beide zur Rückrunde ganz normal wieder hoffentlich bei der Mannschaft. Aber so ist es mal geplant und ich gehe auch schwer davon aus. There's no time for regrets. I've been flying from town to town.